Hallo und herzlich willkommen beim Fragen und Antworten zu meinem neuen Programm The Bigger Game Mastery und The Foundation. Und zwar geht es dabei, wie du in deinem Leben genau zu der Person wirst, die alles hat, ein unglaublich außergewöhnliches Leben, Gesundheit, Geld, Leichtigkeit, schöne Beziehungen, alles, was du dir eben wünschst. Ja, und in meinen Teachings geht es eben genau darum, wie du herausfindest, wer du wirklich bist, wenn du erkannt hast, es kann doch nicht sein, dass ich diese Person bin, die ganze Zeit leidet, die es schwer hat, die traurig ist, die einsam ist. Warum ich? Und genau auf all deine Fragen habe ich Antworten. Schau hier mal rein. Viele Fragen sind schon gestellt worden und ich begrüße dich herzlich dabei, mir nachher im Anschluss auch deine eigenen Fragen zu stellen. Ich freue mich auf dich. Tschüss. Kannst du noch mal kurz erklären, wie die 3 Monate ablaufen? Ah, natürlich. Auch hier kann ich noch schnell was freigeben. Ich tue natürlich nachher, wir haben das jetzt schön geschnitten, die ganze Präsentation und das Ganze, was ich schon gezeigt habe in meinem Webinar, zeigen wir alles nochmal, verschicken wir und laden es hoch, genau. Und zwar gehen diese 3,5 Monate gehen so ab. Hier ist es. Also es ist zuerst 6 Wochen der Foundation. Das heißt wirklich diese Grundlagen von dem, was ich euch alles erzähle, dieses innere Umstellen in diese innere Selbstliebe, Selbstwert, Göttlichkeit, in dieses Denken von höchster Stelle einzutreten und das zu verinnerlichen. Und nach diesen 6 Wochen gibt es 8 Wochen The Bigger Game. Und das ist dann wirklich die Reise, wo du 8 Wochen Begleitung bekommst, deine eigenen Lebensbereiche zu kreieren, alles zu kreieren, wirklich von Beziehung, wo everyone is you pushed out. Du kreierst dich selber in der höchsten Version, wo du einfach sagst, ich bin echt geil, da gibt es jetzt nichts und ich werde geiler und geiler und geiler. Und ich sage es extra deswegen so, weil ich das nicht irgendwo noch anders beleben will, weil deine Version ist perfekt. Und nur du musst es wissen. Du musst wissen, wie du dich selbst betrachten musst. Du musst wissen, wie du die Welt betrachten musst. Du musst wissen, wie du die anderen betrachten musst. Und du musst wissen, wie du deine Beziehungen betrachten musst, damit du nachher im Außen eine Reflexion erschaffst, die so ist, wie sie dir ganz, ganz gut gefällt. Und da geht es immer weiter und weiter. Also du wirst immer besser und besser und besser. Du erkennst, dass es immer weniger um dich aus deiner menschlichen Kraft, um deine menschlichen Regeln geht. Und du generierst immer mehr und mehr diese göttliche, diese transformierende Energie aus dir heraus, durch dein Denken, durch deine Wahrnehmung, durch deine Annahmen und durch deine Überzeugungen. Und das alte Zeug, was wir immer angenommen haben, was wir gelernt haben, geht ja nicht so, wenn es so ist, aussieht und das dürfen wir alles umprogrammieren. Und dass wir die hohen Ergebnisse bekommen, das machen wir nach den ersten 6 Wochen. Da geht es tatsächlich hier, dass jeder in seine eigene Richtung, in seine eigene Vorstellung reintritt und sich das erlaubt zu kreieren. Und wie geht das? Das ist Übung. Übung, Übung, Übung. Also ich challenge euch, ich gebe euch Hausaufgaben, ich trage dazu bei, dass ihr das über euch hinauswachst, dass ihr das Alte loslasst, dass ihr eben auch neue Dinge verkörpert, dass ihr neue Sachen sprecht, dass ihr aufhört, euch zu verstecken, dass ihr lernt, in Ordnung zu sein, geliebt, unterstützt zu sein, dass die Welt da draußen von dir kreiert ist und dass du wirklich Stück für Stück in jede Zelle reinkriegst, okay, ich kann es ändern. Wie kann ich es ändern? Was sind meine Annahmen, die ich verändern muss? Was sind meine Grundvoraussetzungen, von denen ich weiterhin nicht mehr ausgehen
soll. Und dann nachher, dann bist du wirklich hier auf einer Reise, wo du lernst, ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, dich als spirituelles, göttliches Wesen hier auf Erden zu erkennen. Keine Angst mehr eben hast vor äußersten Umständen und Bedingungen, weil du weißt, mach dir nichts, ich kann es verändern. Und du bist auch richtig, wenn du einen Weg finden willst, wie du dein ganzes Leben außerordentlich machen willst. Ich meine, warum, wenn ich alles kreiere, warum soll ich mir Kompromisse kreieren? Warum soll ich Kompromisse wollen? Weil ich glaube, nicht alles ist möglich. Da glaube ich noch nicht. Da muss ich wieder zurück und ein bisschen mehr an der Foundation arbeiten. Und dann komme ich wieder zurück und sage, und das will ich auch jetzt anders haben. Wer muss ich anders sein, damit ich das haben kann? Dann arbeite ich wieder daran. Und langsam, Schritt für Schritt, wie es hier steht, lege ich mein altes Human Design ab, wie eine alte Jacke, und ziehe mir diese glitzernde Divine Design Jacke an. Und das heißt nicht, es ist überheblich, sondern es ist einfach verdammt nochmal normal. Es ist nicht normal, dass ich meine, ich bin ein Opfer ausgeliefert und habe Probleme, habe Mangel und habe gesundheitliche Probleme. Es ist doch nicht normal. Normal ist, dass ich hier in meinem Divine Design erscheine, erschillere und eine Welt mache, die glitzert, die schön ist, die wunderbar ist. Und dazu bin ich eben halt auch bereit, hier alles neu zu machen, neu zu denken, neu zu glauben, neue Ansichten zu haben, neue Überzeugungen zu haben und dann eben dieser Neue zu sein, diese neue Person, die einfach sagt, klar, ich bin hier im Wachstum, ich bin hier auf einer Reise und manchmal in der Sackgasse, dann drehe ich wieder um und sage, macht ja nichts, wo ist der neue Weg? Und nur wenn ich in dieser Haltung bin, kann ich da mich tiefer und tiefer hingeben und habe echt keine Angst mehr und denke mir, wie geil kannst du noch werden? Ja, und das kennen die alle von Access Consciousness, das kennen ganz, ganz viele. Aber wie geil kannst du noch werden? Das reicht mir nicht, sondern dann muss eine Antwort kommen. Und sie sagt, es könnte ja noch geil werden, wenn es so ist. Und dann ist es vielleicht so. Und dann sage ich, wie geil könntest du denn noch werden? Ich muss mir tatsächlich eine Vorstellung machen, weil, wie Neville Goddard sagt, my imagination is God. Und ich muss eine göttliche Vorstellung von diesem Leben, von mir und von allem hier kreieren. Und das hat mir halt keiner beigebracht, weil halt alle immer nur gesagt haben, du musst, du sollst und du bist gut, wenn. Ich weiß es nicht, wie ich bin, wenn ich all diesen Scheiß nicht habe. Das muss ich erstmal kennenlernen. Und deswegen gibt es jetzt eben für 3.333 € bis zum Weihnachten diese ganze Reise, 14 Wochen, Extraordinary Life Creation. Wenn du erst nur die Foundation mitmachen willst, kannst du das machen. Ich würde es nicht empfehlen. Ich würde the all in, ja. Ich will wirklich das Bigger Game. Ich habe genug, ich habe die Schnauze voll. Jetzt ist der Moment und ich mache alles. Und du kannst mit 1.000 € Ratenanzahlung schon einsteigen. Das steht alles auf meiner Homepage. Kannst du hier gucken. mywellfeeling.com unter Coaching-Angebote kommst du dann wirklich auf die ganzen Infos und auch auf den Link zur Ratenzahlung, den habe ich eingestellt. Wenn du noch Fragen hast, Weihnachten ist ja noch nicht da und sagst, Patricia, ich möchte mit dir persönlich reden, mach ein Gespräch mit mir aus, ich beiße nicht, es ist alles in bester Ordnung, ich nehme mir gerne die Zeit, weil das ist meine größte Weihnachtsmessage, die ich jedem mitgeben will und sagen möchte, you do it, not I do it. Ich bin dein Reiseleiter, aber du gehst deine Reise und hinterher weißt du, dass du deine Reise gemacht hast, dass du die Prinzipien für dich verinnerlicht hast und nicht meine Prinzipien, das sind göttliche Prinzipien, das ist die Wahrheit, die dein Herz schon lange spürt, aber dein Kopf nicht weiß, wie er sie denken soll. Und das ist eben auch das, was ich dann auch oft sage mit Dr. George Spencer. Warum sagst du mir nicht, wie ich denken soll, damit ich das glauben kann, was du mir sagst? Weil ich es selber rausfinden muss. Und ich eröffne dir diesen Weg für dich, deine Gedankengänge zu finden, weil sie sind ja schon in dir.
Nur hat dir niemand gezeigt und uns hat niemand gesagt, wir wissen ganz genau, wie wir argumentieren und wie wir bla 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 machen. Aber wie unser innerer Dialog, wie der wirklich gehen soll, muss, darf, damit sich im Außen die Dinge zeigen, die ich so gerne haben möchte, das muss ich halt lernen. Und du sprichst nicht so mit dir, wie ich mit mir spreche. Du musst rausfinden, wie du selber mit dir in diesen Dialog gehst. Du hast diese höchste göttliche Information in dir. Und ich kann dir nur zeigen, wie du darauf hörst. Und manche sagen, das ist Intuition, aber das ist mir viel zu wenig. Ich will doch nicht wischiwaschi. Ich will es konkret haben und ich habe es konkret. Wenn ich weiß, es ist alles ich. Wenn ich es wirklich weiß, ich mache das alles. Alles bin ich. Ja, ihr Lieben, meldet euch an, zögert nicht. Es ist die Reise. Das ist diese Reise, warum wir hier sind. Ich kann noch warten. Ich habe ewig lang gewartet, bis ich es überhaupt kapiert habe. Und ich hoffe, dass ich es so gut kapiert habe, dass ich es euch erklären kann, wie es gemeint ist. Und das ist nicht eine Erklärung, die aus mir kommt oder die ich mir ausgedacht habe, sondern es ist eine Erklärung, die präsent ist. Und du wirst es spüren, wenn du weißt, mein Gott, das habe ich mir schon lange gedacht, dass es so sein muss. So, hat es da noch irgendwo Fragen? Sonst würde ich jetzt zum Ende kommen. Ich habe tatsächlich nur eine Mini-Frage noch. Das Reading oder das Healing, was du gerade verlost hast, ist das in der Reise irgendwo mit enthalten oder wird das... Im Großen machen wir das zusammen. Was ich jetzt verlost habe, das ist ein 1:1 Divine Reading für einen persönlich, individuell. Aber ich arbeite mit diesen Tools natürlich mit euch. Ja? Und ich erkläre es euch auch, weil es ist alles kein Hexenwerk, es ist ja alles schon da. Was jetzt gewonnen worden ist, das ist einfach ein 1:1, wo es nur um einen individuell persönlich geht. Aber was in dieser Reise dabei ist, ist das insgesamt, diese gesamte Perspektive, die dir erlaubt, das auch für dich zu sehen, persönlich. Aber es ist natürlich immer einfacher, wenn ich jemanden habe, der mir die Flausen aus dem Kopf nimmt, ja, der mir die Flausen austreibt. Ja, das ist einfach das Schöne. Aber dieses Reading kann auch jederzeit noch dazu gebucht werden. Also das ist eine einstündige Session mit mir, quasi wo du dich eigentlich selber sessionst. Das ist das Geile an der Sache, weil ich will nicht, dass du mir was glaubst. Ich will, dass du was weißt. Das hast du schon verstanden, ja. Ja, genau. Und nicht nur du, Gabi, sondern alle, die mit mir zusammenarbeiten. Ich will, dass sie das wissen. Weil nur, wenn sie es wirklich wissen und sagen, ja, that's it, das ist die Wahrheit. Wusste ich ja schon immer, aber mein Köpfle hat es nicht zugelassen zu wissen. Mein Kopf hat immer was anderes gesagt, aber eigentlich, mein Herz hat es ja schon immer gewusst. Aber was heißt es, wenn mein Herz schon immer weiß? Dann heißt es konkret, dass ich im Kopf einfach nur diese ganzen Bedingungen und Beschränkungen und Voraussetzungen und Zusammenhänge gehabt habe, wo ich einfach gesagt habe, nee. Das kann nicht sein, was du weißt, liebes Herz, liebe, was weiß ich nicht was, lieber Gedanke, lieber Wunsch, ja. Der Wunsch ist nur die Sprache des Herzens. Es kommt ein Wunsch und ich wünsche mir eine wunderschöne Liebesbeziehung. Aber es geht doch nicht, sind doch alle so böse. Ja, wenn alle so böse sind und ich mir eine wunderschöne Liebesbeziehung wünsche, was muss ich machen? Ich muss mal alle so lieb kreieren, oder? Sonst will ich keine Liebesbeziehung mit dem Bösen. Ja? Ich will ein Business, ich will selbstständig sein, ich will was Tolles machen. Es geht ja nicht, aber du hast kein Geld. Blablabla. Dann muss ich erst eine Welt kreieren, wo die Möglichkeiten da sind. Ich muss in einer Welt leben, wo ich gut genug bin, wo ich perfekt bin. Und das, ich muss da rein. Da ist so viel Kacke drinne. Die muss da raus. Und da kommt nicht der Gott mit dem Staubsauger und macht so
Und da kommt auch nicht irgendwie ein Heiler und zieht mir das plötzlich raus. Vielleicht zieht es mir kurz raus. Das kennen wir ja auch, alle, die bei mir schon im Coaching waren. Die Beständigkeit macht den Unterschied. Nach dem Coaching ist man immer so, geht es 2 Tage und dann noch, kommt die Kacke wieder. Und dann muss ich lernen, wie ich meinen eigenen Scheiß transformiere. Das muss ich lernen. Das ist doch wichtig, dass ich dann irgendwann mal einen Autoreinigungsmechanismus eingebaut habe, der dann immer macht, Mick, roter Alarm, habe ich schon eingebaut, fühle mich kacke, ignoriere ich, weil die Kacke da draußen, ja, gell, die macht mich ja scheiße fühlen und so, deswegen ignoriere ich das, dass ich mich schlecht fühle, anstatt dass ich, oh, shit, wieso fühle ich mich schlecht? Ja, Schumann ist gerade wieder extrem und die Planetenkonstellation ist wieder so hart und schwer. Es ist dein Kopf, es ist dein Denken, es ist deine Überzeugung. Und wenn du überzeugt bist, dass irgendjemand, sei es ein Schumann, sei es irgendeine Planetenkonstellation, Einfluss auf dich haben darf, damit du dich scheiße fühlst und dass du dann eine Erklärung hast, warum du scheiße denkst und warum du scheiße vorstellst, don't be. Aber warum? Das ist Opfer. Das ist Opfer. Ich kann Opfer von Schumann sein. Ich kann Opfer vom bösen Gott sein. Ich kann Opfer vom lieben Gott sein. Ich kann Opfer von den aufgesteigenen Meistern sein. Aber wer überlegt sich all das? Wer überlegt sich, wer Schumann ist? Ja, aber das war der Russe, bla bla bla. Dann sage ich, ja, aber wer nimmt diese Überlegung vom Russen an? Ich. Wer überlegt sich, dass die Planetenkonstellation sich negativ auf unsere Energie und unsere Erde auswirkt? Ich. Aber wer hat es als erstes gesagt und wer nimmt es als wahr an? Ich. Versteht ihr? Wir sind alles und wir merken es nicht mal. Wenn einer was sagt und es ist meine Wahrheit, dann ist es meine Wahrheit. Wenn einer was sagt und ich sage, das ist Bullshit, dann ist es meine Wahrheit, dass es Bullshit ist. Und so mache ich mich frei. Und dann bin ich frei, um Schönes zu kreieren, um Neues zu kreieren, um ein außergewöhnliches Leben zu kreieren. Und das ist doch das, wofür ich hier bin. Das ist die Divine Design Reise. Für diese Reise bin ich hierher gekommen. Ich muss die machen. Wenn ich sie nicht mache, dann leide ich halt. So einfach ist es. Und wenn ich nicht mehr leiden will, dann gehe ich auf die Reise. Meistens streichen wir die Scheiße in der Grün an und schmeiße Grün ein bisschen Chanel drauf. Und dann geht es kurzzeitig besser. Also der Weg, den du da beschreitest, ist schon, ich sag mal, brutal hart, aber gut. Nachhaltig. Nachhaltig. Okay. Es muss nachhaltig sein. Es muss sich selbst ernährend sein. Es muss das Selbstverständnis werden, dass das ist das, alle sagen, Herz-Hirn-Korrelation. Aber was heißt das in meinem Selbstverständnis? Was bedeutet das für mich, für mein Leben, für meine Ansichten? Ha? Macht sich keiner drüber Gedanken. Ist aber wichtig, weil meine Gedanken und meine Vorstellungen kreieren. Und jetzt habe ich da so eine, sagt Dr. Joel Spencer, sagt ja, du musst Herz-Hirn-Korrelation machen und dann machst du so und so und so und so. Und dann machst du das und dann weißt du aber nicht, was es für eine Bedeutung hat. Oder du hast eine unbewusste Bedeutung dem gegeben. Und dann kreiert es. Und wenn du dem eine tolle Bedeutung gegeben hast, hast du dem meistens noch die Bedeutung gegeben. Das ist aber nur da, wenn ich das die ganze Zeit bewusst mache oder wenn ich diese Meditationen mache und so weiter und so fort. Aber du kannst dem auch die Bedeutung geben und zu sagen, wenn ich die Intention habe, dass ich hier jetzt genauso denke, aus der göttlichen Wahrheit heraus, dann mache ich das einfach, weil ich es mache, weil ich am Klo sitze. Ist mir wurscht. Wenn ich mit meiner Frau streite, muss ja nichts sagen. Ich kann ja hier, du bist super, du bist super, du bist super. Und dann machen wir alles so. Und keiner geht einfach nur in sich und ändert seine Energie.
Sofort ändert sich die ganze Situation. Aber wir machen es nicht, weil wir es nicht gewöhnt sind, weil wir es nicht geübt haben, weil wir es nicht kennen und weil wir nicht dran glauben. Weil wir ja gelernt haben, dran zu glauben, ich muss mich verteidigen. Wir haben gelernt, dran zu glauben, ich muss mich abgrenzen. Ich habe ja, diese ganze Abgrenzerei ist ja auch wieder ein Hirnschiss von vornherein. Ja, du musst dich abgrenzen. Nein, muss ich nicht. Ich muss mir eine Welt kreieren, in der ich mich nicht abgrenzen muss, in der ich mein Herz öffnen muss. Ja, du musst dein Herz öffnen, du musst mit offenem Herzen durch die Scheißwelt gehen. Wie doof bist du? Nein, ich reiß mein Herz auf und weiß, die Welt ist super. Und es passiert mir nichts, wenn mein Herz aufgerissen ist, weil ich kreiere dich, du magst mich, du machst mir nichts, hier passiert mir nichts. Genau, jetzt kann ich mein Herz aufreißen. Da macht es ja nichts. Aber von mir zu verlangen, in einer Welt, die für mich noch gefährdend ist, mit offenem Herzen durchzulaufen, das mache ich nicht. Das ist blöd. Das kann mir keiner einreden. Aber wenn ich erst eine Welt kreiert habe, wo ich der Chef bin, wo ich offenherzig keine Gefahr laufe, abgelehnt zu werden, kritisiert zu werden oder was weiß ich nicht, was mache ich doch das mit links? Ist doch kein Thema. Aber ich muss es mir erst kreieren. Ja, ihr Lieben, so schön seid ihr alle noch dran geblieben, auch hier auf YouTube und so weiter. Ihr wisst, ich habe so viel zu sagen und es ist wirklich alles, ihr wisst es, dass ich recht habe. Und ich bin super, super happy, wirklich, Klaus, dass du wieder in meinem Leben bist, weil du bist eine Bereicherung. Danke. Weil du schon so lange auch auf dieser Reise bist und viel zu wenig Menschen sprechen öffentlich immer wieder darüber, wo sie gerade stehen auf dieser Reise. Und wir sind alle auf einer Reise, weil sonst wären wir ja nicht, sage ich mal jetzt von außen betrachtet, in so einer Zwickmühle. Das ist richtig. Aber wir sind generell auf einer Reise. Also sag mal, in meiner Vorstellung, wenn ich nicht mehr auf der Reise bin, dann wäre ich so ein kleiner dicker Putter. Und da bin ich noch weit von entfernt, glaube ich. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass, wenn man nicht mehr auf der Reise ist, dass man ein kleiner, dicker Buddha ist. Sondern? Ich glaube eben, dass wir das Leben in vollen Zügen genießen, dass wir rumspringen, dass wir tanzen, dass wir Party machen, dass wir keine Angst mehr haben, dass wir uns eben gegenseitig umarmen, lieben, unterstützen, coachen in die allerhöchste Version, was Leben ausdrückt. Und ich glaube, aus meiner Sicht ist es eine völlig falsche Vorstellung, wie so viele Vorstellungen, die uns gegeben worden sind, dass man, wenn man erleuchtet ist, irgendwie nichts mehr haben will, nirgends mehr hingehen will, nur noch meditativ sein will. Aus meiner Sicht ist es genau das Gegenteil. Da will ich das Leben erschaffen, kreieren und leben, sodass es durch mich und aus mir heraus entsteht. Weil das ist ein Schöpfer. Ja, einer, der was erschafft. Und da bin ich 0,0 konform. Also Leben ja, aber ich denke, wenn ich den Kurt Tepperwein, weiß nicht, ob du den kennst. Ich kenne den. Ja, der ist ja in meinen Augen ein sehr weiser Mensch. Aber ich sage mal so, die großen Partys macht er nicht mehr. Ja, weil er keinen Bock hat. Aber das heißt nicht, dass man keine großen Partys machen kann. Wenn man auf einem Level ist, wo man angstfrei ist, wo man sich freut, wo man weiß, dass jeder Gedanke erschafft. Warum? Es ist so einfach in der Meditation, meine Gedanken zu fokussieren. Aber genau das ist für mich ja das Interessante, dass ich mitten im Leben stehe. Und während ich mitten im Leben stehe, so fokussiert bin, dass ich nur noch die Dinge erschaffe durch meine Aufmerksamkeit, die ich haben möchte. Weil wenn ich zu Hause eingesperrt bin und keine Kontakte habe und einen auf Buddha mache, ja gut, das ist ein langweiliges Leben. Dann ist es einfach. Und ich bin hier, um hier auch nochmal zu sagen, Leute, überlegt mal, hinterfragt mal, warum
sind so viele Paradigmen, Bilder, Vorstellungen und Narrative, die wir ungefiltert, unhinterfragt, ungefragt aufgenommen haben. Jedes Bild, jede Vorstellung, jedes Ziel, jede Zielvision, wie es sein muss, kann einfach in ihrer Ausbreitung so sein, wie sie will. Es kommt darauf an, dass wir einen Seinszustand erleben. Und wenn ich den aber nur als Buddha erleben kann, ja gut, dann habe ich das entschieden. Aber ich kann diesen Seinszustand in jeder Form ausdrücken. Und das ist für mich das Wichtige, dass ich anerkenne, meine Form, meine Art und Weise, meine Güte, das ist meistens so, meine Form, meine Art und Weise, wie ich es ausdrücke, ist immer gut und perfekt. Die muss nicht anders sein, die muss nicht irgendeiner Vorstellung entsprechen, außer dem, was mir aus meiner göttlichen Essenz, aus meiner perfekten Essenz hundertprozentig entspricht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich bin hier, um das Leben zu leben und nicht hier, um zu meditieren. Die Meditation hilft mir nur, in einen Bewusstseinsraum einzusteigen oder respektive aus dem Bewusstseinsraum des Außen auszusteigen, um in einen Bewusstseinsraum des Innen auszusteigen, um was Neues zu kreieren. Es ist ein Tool, aber kein Zustand. Es heißt zwar immer der meditative Zustand, aber was ist mein Zustand in höchster Energie, in höchster Perfektion? Wie drückt sich der aus? Ja, der muss aber so aussehen und sagt, nö, aber für mich, ich habe einen anderen Geschmack. Für mich sieht es aus, als wie wenn ich Skifahren gehe und Juhu schreie. Da bin ich in meiner höchsten Energie, in meinem höchsten Ausdruck. Ja, da musst du die ganze Zeit Skifahren gehen. Nee, das kann ich auch machen, wenn ich Auto fahre. Mhm. Kann ich das auch haben und erleben. Es ist einzig und allein eine Entscheidung, wann ich diesen Zustand ausleben möchte, wie ich den ausleben möchte. Und alles, was im Außen ist, durch meine Ansichten, verbietet mir das. Ja, das ist ja, wir haben so klare Vorstellungen, wann und in welcher Situation welches Verhalten angebracht ist. Aber Verhalten interessiert mich erst ganz, ganz hinten. Mich interessiert, mit welchem Seinszustand erscheine ich. Mit welchem Seinszustand, mit welcher Vorstellung, mit welchem Glauben, mit welchen Ansichten erscheine ich jeden Morgen auf dieser Welt? Erscheine ich jeden Morgen, damit dann sagt, alles ist scheiße, alles ist gegen mich, nichts läuft, da draußen herrscht der helle Wahnsinn, alle werden übergriffig, ich habe keine eigene Entscheidungsfreiheit mehr? Oder erscheine ich jeden Morgen als der kreative Schöpfer, als die göttliche Idee der höchsten Perfektion und Liebe, Gesundheit, erscheine ich so, als erscheine ich als dieser Agent, diese Agentin der höchsten göttlichen Vorstellung. Und dieser Agent, nehmen wir das Wort Agent, Makler oder was weiß ich nicht, Makler vielleicht. Wenn ein Makler morgens aufsteht und sagt, ich habe dieses Haus zu verkaufen, das ist so hässlich, das ist so vermodert, das ist so verlottert, da will keiner drin wohnen, weil das ist die Hölle da drin. Was für ein Agent ist er? Er ist ein Agent für ein verlottertes und vermodertes Haus. Wenn ich aber dann sage, ja, jetzt muss der aber dieses verlotterte, vermoderte Haus verkaufen, dann sage ich nein, er muss es erst schön machen, in einen schönen, liebenden, liebevollen, attraktiven, anziehenden Zustand zu verbringen, damit er dieses Haus verkaufen kann. Und wenn er ein anständiger Agent ist, tut er keinem irgendwie ein Scheißhaus
für irgendein Schloss verkaufen. Das macht er nicht. Sondern der hat seine Prinzipien, seine göttlichen Prinzipien, seine höchsten Prinzipien aus höchster Liebe, Schönheit und Perfektion. Das ist das, was ich hier dokumentiere. Und so gibt es alles, was es aus meiner Welt heraus gibt, in höchster Form Qualität und Perfektion. So, und für was anderes stehe ich nicht zur Verfügung. Und das ist ein Entschluss. Das ist ein Entschluss, ein einfach nur ein Entschluss. Und da können mir Leute sagen, ist doch alles scheiße, ist doch alles Kotze, ist alles Kotze. Dann sage ich, ich bin aber ein Agent der Schönheit und der Göttlichkeit, der Perfektion, der höchsten Liebe. Und das kann ich nur sein, wenn ich das projiziere. Punkt. Und dann wird es sich im Außen zeigen. Und dann wird es sich im Innen gut anfühlen. Dann bin ich integer, dann bin ich authentisch, dann bin ich von Gott gesandt in dieser Idee, in dieser Aufgabe, in dem, dass ich hier bin, um zu heilen, um die Welt zu heilen, allein weil ich meine Vorstellung von der Welt heile. Punkt. Und wenn ich meine Vorstellung von der Welt heile, kann ich nicht mehr diese ganzen menschlichen Eindrücke, Zusammenhänge, Rückschlüsse weiter kaufen und verkaufen. Ich kann nicht weiter kaufen, du bist nicht gut genug, weil. Und damit du gut genug wirst, musst du. Ich habe da ein Prinzip, ein Rezept, das dir zeigt, wie du gut genug werden kannst und was du alles tun musst. Das ist zum Kotzen. Es geht darum, dass wenn wir uns gegenseitig helfen und unterstützen, dass wir uns zeigen, dass wir schon mal gut genug sind und dass wir uns gegenseitig helfen, diesen ganzen Bullshit, der uns sagt, wie, was, wann zu tun sein hat, damit es gut genug ist, abzulegen und zu sagen, ich weiß, gut genug ist meine höchste, perfekte, liebende, göttliche Version und die entsteht in meinem Innen und zeigt sich nachher im Außen. Punkt. Und ich muss nichts mehr glauben, dass ich scheiße bin. Ich muss nicht mehr glauben, dass ich Fehler gemacht habe. Ich muss nicht mehr glauben, dass ich schuldig bin. Ich schmeiße das alles in die Tonne und sage, so, jetzt mache ich einen Neuanfang ohne diesen ganzen menschlichen Bullshit. Ich komme von höchster Ebene, betrachte mich permanent von höchster Ebene, spiele mit den göttlichen Regeln der Perfektion und Schöpfung der Energie in das Beste und in das Schönste und höre auf, mit diesen menschlichen Vorstellungen zu spielen, wo ich alles in das Madige transformiere, in das Es geht ja nicht transformiere, alles in das Du bist nicht gut genug und du bist schuld und du musst bla 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 bla. Wenn wir das aufhören würden und einfach alles außen vor lassen würden, was Mensch jemals kreiert hat durch seine Gedanken, durch seine Vorstellungen, durch seine Überzeugungen und alles neu machen würden, würde sich mir ein komplett neues Leben zeigen. Weil es ist Gesetz. Es ist Gesetz. Und dieses Wie mache ich das? Das ist eins der schwierigsten Sachen, wenn Drama scheinbar da ist, dass ich von innen weiß, es gibt kein Drama. Meine Ansicht kreiert. Und wenn meine Ansicht erkennt, dass hier gerade eine göttliche Ordnung entsteht und ich mich dementsprechend fühlen kann und die Energie der göttlichen Ordnung transportiere, dann transformiert. Da kann ich machen, was ich will. Hallo, hallo, Renate. Alle, die Kamera anhaben, kommen auf Facebook, wenn sie was sagen. Nur so zu sagen. Wie gehst du damit um? Also, ich glaube, dass ich in vielen Stellen an diesem Weg bin und sage, das bin ich und halt das auch nach außen ausstrahlen kann. Aber ab und zu laufen mir Menschen über den Weg, die auch zu meiner Familie gehören, die mich für bescheuert halten, sage ich mal so ganz krass. Gut, man kann die ja, Beziehung einschränken. Also jetzt warte, Klaus, bevor ich es nicht mehr nachvollziehen kann, warum kreierst du dir Menschen mit deiner Ansicht, dass es Menschen gibt, die dich gehören die gehören zu meiner Familie. Ja, aber warum glaubst du, dass die dich für bescheuert halten? Ja, weil sie mir das auch sagen. Weil du Rückschlüsse machst und weil sie dir das sagen, aber
Du glaubtest zuerst, dass es Menschen gibt, die dich für bescheuert halten, bevor im Außen dir Menschen gezeigt oder gesagt haben, dass es so ist. Ja, gerade in der jetzigen Zeit haben wir durch die Familie einen richtigen Graben, weil die einen sagen, du musst da das machen, was die Regierung sagt, so ungefähr. Und ich sage, das Letzte, was ich mache, ist, was die Regierung sagt. Und ich mache das, was ich für richtig halte. Warte kurz, alle Fragen könnt ihr in den Chat schreiben oder warten, bis ihr dran seid. Ja, ja, Klaus, bin bei dir. Ja, und die da, und das zieht sich ein Graben durch die Familie. Also, das, ja, und da sagen, hilft ja, nur das ja. eine. Nicht diskutieren, aber wissen. Was du in der anderen Person für eine Klarheit, für eine Wahrheit über ihr uneingeschränkte göttliche höchste Version weißt. Weil das ist der Mensch, der diskutiert, der hat gelernt, der hört zu, der konsumiert Medien, Informationen. Das ist der Mensch. Aber dann ist die göttliche Version da und die weiß, oh mein Gott, es ist immer alles in Ordnung. Es ist immer alles in Ordnung. Und dieses Mensch zu Mensch, Matter to Matter, Materie zu Materie, der Mensch ist Materie, das geht nicht. Das geht niemals. Es geht nur, und Dr. Joe Dispenza sagt die ganze Zeit, Matter to Matter geht nicht, aber wir denken alle, Matter to Matter ist Baum, Haus, Strauch. Materie ist der Mensch. Der Mensch ist die Materie. Das ist das Verkörperung, das ist die Materie meines Denkens. Und ich kann nicht da etwas verändern. Ich muss in meiner Vorstellung das Denken der anderen verändern. Ich muss davon ausgehen, weil ich kreiere durch eine Annahme, Law of Assumption. Und ich gehe bein- und steinfest davon aus, dass diese Menschen ihre göttliche Version mehr und mehr erkennen, wenn ich sie lebe. Und ich lebe sie, indem ich meine innere Arbeit mache. Innere Arbeit heißt Gedanken, Vorstellungen, Annahmen, selbst kreieren. Dazu brauche ich keinen Schnabel. Da kann ich schweigen. Das geschieht in der sogenannten Stille in mir. Und je leiser ich bin, desto lauter ist meine Wirkung. Aber ich brauche dieses Standing als göttliche Transformationsmaschine. Und das ist genau das, was ich teache in der Foundation. Das Außen darf mich nicht mehr irritieren, sonst reflektiere ich immer wieder rein und raus, Scheiße, rein und raus, Scheiße, rein und raus. Wenn ich was verändern will, muss ich es zuerst im Innen, in der Version sehen, wie ich es im Außen haben will. Und wenn mir dann einer sagt, du bist bescheuert, dann lächle ich, gehe nach innen und sage, und du weißt, dass ich dir deine göttliche Version widerspiegle. Punkt! Und dann gehe ich wieder nach innen. Warum kann ich den nicht in seiner göttlichen Version sehen? Weil ich gerade so fokussiert bin auf seinen menschlichen Ausdruck, den er aber niemals reflektiert hat, wo er einfach irgendetwas eingespultes, programmiertes, repetiert, je nachdem, mit welcher Informationslast er gefüttert worden ist. Und das braucht Übung. Ich habe kein Problem, denjenigen zu lieben. Also sprich, ich sage nicht, du sollst ihn lieben. Ich sage ihm, dass du ihn perfekt sehen sollst. Du kannst ihn von mir aus hassen. Wichtiger ist, dass du sagst, er ist perfekt, er ist in Ordnung. Du bist in allerhöchster Ordnung und ich nehme alles weg, was du sagst. Ich nehme alles weg, was meine fünf Sinne wahrnehmen. Und ich gehe mit dir hier in der Energie, im Spirit zusammen und weiß, dass dort transformiert. Es ist crazy, aber wenn wir uns diese ganzen
quantenphysikalischen Gesetze mal verinnerlichen und überlegen, was heißt das für mich als Mensch, als Tool, als Energie, Emanator, Fokussierer, Macher, Tuer, Schöpfer. That's the point. Wie muss ich denken? Wie muss ich sehen? Was muss ich annehmen, damit die Dinge, die ich haben will, so kommen, wie ich sie liebe, wie sie schön sind, wie sie Liebe ausdrücken, wie sie Liebe verkörpern. Aber ich muss da raus. Ich muss aus dem Außen raus. Ich muss mir erlauben, jeden äußeren Trigger umzukehren und zu überschreiben. Und das ist das, was wir in meinen Coachings lernen. Und das ist die höchste Herausforderung, auch für mich immer wieder täglich. Aber dann verändert es sich. Und kleines Beispiel, die Renate hat erzählt in unserem letzten Coaching-Meeting, wie sie jemanden dazu gebracht hat, ein Kleidungsstück anzuziehen, das sie sich vorgestellt hat. Das ist das einfachste Beispiel. Ich sehe die andere Person in dieser Version mit diesem Kleidungsstück. Aber Kleidungsstück ist ja nur das eine. Ich sehe die andere Person mit diesen Gedanken. Ich sehe die andere Person mit diesen Vorstellungen. Ich sehe die andere Person mit in ihrer absolut göttlichen Version. Ich kreiere jeden Menschen in meinem Umfeld. Und wenn ich nicht aufhöre, die Geschichten und all das, was ich jemals mit dieser Person erlebt habe, weiter zu spinnen, sondern zu sagen, so, jetzt bist du reingewaschen, ich mache dich neu geboren. In meinen Augen bist du das Höchste, das Schönste, das Beste, das Gesundeste und das Wunderbarste. Und dann bleibe ich dabei. Das ist eben das, was so schwierig ist. Ich kann schon einmal entscheiden, dann kommt der andere, sagt, du Arschloch. Und ich bleibe immer noch dabei, dass der andere die göttliche, höchste, liebendste Reflexion meiner selbst ist. Und da muss ich halt immer noch dabei bleiben. Und so lange, bis es gemacht hat, bam. Und das ist schwierig. Aber das ist die Reise. Das ist die Reise, wo ich die Menschlichkeit, dieses ganze menschliche Denken transformiere in ein Denken aus der höchsten Liebe. Und ehrlich gesagt, ich habe noch niemanden gefunden, der das so teacht wie ich. So kompromisslos, wie es sein muss, um die Transformation einzuleiten. Ohne du musst aber, du musst aber, du musst aber. Ich sage nur, du musst wissen, du musst erkennen, du musst irgendwann mal so firm sein, dass du das spürst. Und dann bist du relativ triggerfrei. Und das ist das, was ich auch erklärt habe bei der Divine Design Reise. Dann bist du plötzlich wirklich in dieser klaren, göttlichen Anbindung verankert. Und dann bist du wirklich Trigger, wenig Trigger. Niemals triggerfrei, das wäre Bullshit. Weil die Triggers, die bringen uns ja wieder in die nächste Verkörperung von dem noch schöneren, von dem noch klareren, von dem noch sicheren, von dem noch freieren. Das ist doch so, wow! Aber das ist ein Weg, das ist tatsächlich diese Reise, wo ich mein menschliches Wahrnehmen, mein menschliches Gewahrsam verlasse und in eine Wahrnehmung aus göttlicher höchster Perspektive eingehe. Und dazu brauche ich nichts. Da brauche ich keine Erleuchtung, da brauche ich keinen Christusschlag. Da brauche ich nur eins und das ist eine Entscheidung. Und die zweite Entscheidung, die ich treffen muss, ich weiß nicht, wie es bei mir aussieht. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es sich verkörpert. Beim Dr. Joe Dispenza verkörpert sich so. Töpperwein verkörpert sich so. Beim Buddha hat sich so verkörpert. Beim Yogananda verkörpert sich so. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das bei mir verkörpert. Wie es bei mir aussieht. I don't know. Aber ich bin ich. Ich brauche keine Clones da draußen, sondern ich kreiere jetzt hier meine höchste göttliche Version und Verkörperung. Und da gibt es einfach nun mal keine Vorgaben, weil ich so individuell bin und weil es so, so wichtig ist, dass ich mir einfach nur erlaube, um zu sagen, meine Göttlichkeit, keine Ahnung, komm wieder mit meinem Skifahren. Die verkörper ich individuell für mich mit dem Skifahren oder mit dem Kitesurfen oder mit dem Reisen. Das ist mein Ding. Super.
Das ist geil. So mache ich das. So gefällt mir das. So entspricht mir das. Und ich tue einen Dreck, dass ich mir erlaube, irgendwelche Meinungen, irgendwelche Vergleiche, irgendetwas reinzuholen. Ich frage, wie verkörper ich meine höchste Ansicht? Wie sieht es bei mir aus? Was mache ich dann, wenn ich das mache? Und dann kommt eine Antwort. Wow, super. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel so lange verboten, meine Skischule wieder zu machen. Weil wie man Skischule macht, gefällt mir nicht. Und plötzlich habe ich mir erlaubt zu sagen, ich mache aber Skischule so, wie ich das will. Das ist meine Passion. Und jetzt habe ich wieder angefangen und es ist alles neu und es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie es die anderen machen. Ich mache es so, wie es für mich stimmt und stimmig ist. Ja, und jetzt macht es Spaß und jetzt erlaube ich es mir. Und jetzt bin ich die Skilehrerin ist, die Coach ist, die all das ist, was mir gefällt auf meine Art und Weise. Und es ist gut so, weil Gott hat mich erschaffen und er hat gesagt, es ist gut. Wer bin ich denn, Menschelein, dass ich die ganze Zeit hier irgendwie erzähle, das ist so nicht gut und so ist es nicht gut und so ist es nicht gut und wenn so, nee. What the fuck? Geht gar nicht. Irgendjemand raschelt hier ganz laut? Die Andrea. Hey, gut. Ja, hey. Habe ich verstanden, was ich meine? Es geht nur um mich, respektive wenn du, Klaus, sagst, es geht nur um mich. Mein Leben geht um mich. Ich bin der einzige gemeinsame Nenner von allem. Also geht es nur um mich. Punkt. Und hier bin ich jetzt. Jetzt mache ich mich zu genau diesem göttlichen Superstar, für den ich gedacht bin. Ich habe die ganze Zeit gelitten, weil ich immer dachte, ich bin nicht gut genug, ich muss irgendwie etwas anders machen. Schmeiße ich in die Tonne und sage, so, jetzt gehe ich mal da zurück, so wie ich gedacht bin. Und ich mache es genauso. Und ich spreche genauso, wie es mir entspricht. Und ich sage genauso, was meine Wahrheit ist. Und Punkt. Das ist für mich die Divine Design Reise. Ich gehe vom Mensch in den Gott, immer noch im menschlichen Körper, aber ich lasse alles Menschliche. Wie soll ich es denn sagen? Diese ganzen Konditionieren, alles, wie man glaubt, irgendwas haben zu sein müssen, das mache ich für mich neu. Und wenn ich Regeln brauche, dann nehme ich die göttlichen Regeln her. Und die muss ich erstmal lernen. Wie sind denn die göttlichen Regeln? Die sind nicht so, die sind alles in bester Ordnung. Ich muss aufhören zu behaupten, wenn das Göttliche gesagt hat, es ist gut, dann muss ich aufhören zu behaupten, nee, es ist scheiße. Das machen wir die ganze Zeit. Aber guck doch mal, das ist scheiße. Aber wie soll es denn gut werden, wenn ich, guck doch mal, das ist scheiße, mach die ganze Zeit. Ja, wie sagst du, das ist ordentlich oder wie auch immer. Und dann kommt du sagst meinetwegen, das ist alles okay so. Und dann kommt dein Sozialintensivpartner oder Intensivpartnerin und erzählt dir, nee, so läuft das nicht. Ja, dann musst du es doch nicht glauben. Wer zwingt dir denn das zu glauben, was andere sagen? Naja, so ein Sozialintensivpartner, den kann man ja nicht immer irgendwo ignorieren. Doch, du musst sie neu kreieren. Du musst sie neu kreieren, dann kann sie sich transformieren. Ich habe so viele Kundinnen, die ihre Partner umkreieren. Ich habe hier Zeugen, die haben gesehen, wie das geht von No Contact, Ablehnung, ich will nichts mit dir zu tun, zu einer romantischen Reise. Wie geht es? Nichts angerufen, nichts gemacht, kein Kontakt mit der Familie. Wie geht es? Da drinne. Nur da drin. Es ist das Höchste. Die höchste Kür, die höchste Perfektion, einen Menschen, mit dem du Tür an Tür, Haus, im gleichen Haus wohnst, in seiner höchsten Version immer zu sehen. Und wenn er dir jeden Morgen sagt, du bist ein Arsch, du hast kein Recht, dann hörst du jeden Morgen, wow, ich liebe dich so, du bist so grandios, wie du wächst. Das ist Kür. Aber nur so geht's und es bringt einem fast keiner bei, wie es wirklich geht. Weil wir immer reagieren, bam, bam, ping, pong, ping, pong, ping, pong. Ja, aber ich kann es doch nicht ignorieren. Nein, du kannst es nicht ignorieren, aber du hast einen Auftrag, es zu transformieren.
da. Ich stelle ja lieber auf Durchzug aktuell. Durchhalten, durchhalten. Und es geht eben nur mit diesem, was ich teache in der Foundation, wenn du weißt, wer du wirklich bist, wenn du weißt, wie du wirkst, wenn du weißt, was an dir wirkt, dass jede Ansicht, jeder Rückschluss, jeder Gedanke an dir eine krasse, krasse Wirkung hat. Für mich ist immer hilfreich, mich wieder nach innen zu ziehen und zu sagen, okay, das ist mein Schauspiel, sag ich mal. Ja. Hier läuft, ich bin die Hauptdarstellerin und was machen jetzt all die Leute, die um mich herum sind? Das sind wie meine Akteure. Und ja, und dann fangen die an zu sprechen. Und wenn ich jetzt denke, was macht das mit mir? Also die sprechen ja was zu mir. Die sprechen immer was zu mir. Und wenn da lauter diese Probleme von außen kommen, okay, aber was macht das mit mir? Wie denke ich denn selber über sowas? Muss ich das die ganze Zeit hören? Oder bin ich sogar jemand, ich will jetzt den anderen immer, ich will die anderen verbessern da draußen, denen irgendwelche Botschaften bringen? Das geht ja nicht. Sondern, warte, muss mich neu aufstellen. Ach, so denke ich über Sachen und so und so. Und dann ändere ich das. Und dann warte ich mal, was machen die denn nächstes Mal, wenn die kommen? Weil ich habe da schon was geändert. Die zeigen mir vielleicht, dass ich ständig in Problemen denke. Das kann ich verändern. Und dann werden die da draußen auch ruhiger. Weil sie eben nur eine Reflexion, alle labern, labern, labern. Das Außen ist eine Reflexion von deinem Innen und keiner bringt dir bei, wie du dein Inneres wirklich veränderst. Das ist diese Kunst und das ist für mich das, was ist, es ist so, so weit von dem, was die meisten teachen. Die meisten teachen aber ich teache Action hier drinnen. Action, Vorstellung, Kreation, Schöpfung. Schöpfung. Nur oben bringt nichts. Das ist nicht. Die meisten machen nicht den Schritt. Die sehen, wie es nicht sein soll. Dann erkennen sie das, dann beobachten sie es und den nächsten Schritt der Transformation und bei der Transformation bleiben, bis es sich zeigt. Du machst einen Kuchen, der Kuchen schmeckt scheiße. Du übergehst das Rezept, du guckst, du veränderst die Zutaten, du mischst die Masse neu. Und wenn du jetzt schon sagst, der Kuchen wird scheiße, dann wird er scheiße. Dann ist das so. Ja. Und dann kann sich nicht ein toller Kuchen zeigen, auch wenn du ihn gebacken hast. Dann ist der scheiße. Und solange deine Rezeptur nicht ganz neu, perfekt, harmonisch, stimmig, aus höchster Harmonie entstanden ist und du dabei bleibst, dass diese super ist, die Rezeptur, wenn alle sagen, nein, das kannst du nicht, du kannst nicht einfach die Rezeptur ändern, das geht gar nicht. Dann sagst du, doch, ich habe hier eine höhere Intelligenz, die hat mir gesagt, wie das in Harmonie geht und dabei bleibe ich. Nein, doch. Also ich muss zum Thermomix in den Beziehungen werden, da sind auch alle Rezepte drin und die sind ja immer hundertprozentig. Ja, und woher kommt die Information? Die kommt aus einem Thermomix-Programm, das die ganze Zeit sich aber auch wieder updatet. Ha! Thermomix! Wunderbar! Aber diese Sichtweise. Wir haben so viele Bilder, habe ich in den letzten Jahren geliefert für meine Ladies und einen Mann übrigens, dass es so klar ist für einen, dass man sich wirklich in diesem Körper hier spürt und fühlt und ich weiß, da draußen ist alles meins, habe ich gemacht. Jeden Menschen, jeder Bullshit, der mir in meine Ohren kommt, den habe ich mir gedacht. Ich habe mir gedacht, die Welt ist so. Ich habe mir gedacht, die Menschen denken so. Ich habe mir gedacht, so wird reagiert. Ich habe das ganz früh schon so gedacht. Und jetzt muss ich es neu denken. Ich muss alles neu denken. Ich muss alles neu sehen. Ich muss alles neu erschaffen. Und die Menschen, die das tun jetzt,
die werden nicht aus Hokuspokus und wir erhöhen die Energie und denken nach wie vor die gleiche Kacke in meisten Teilen unseres Tages. Die transformieren nicht, sondern die, die wirklich diese göttliche Perspektive hier verstanden haben, was es bedeutet, tatsächlich bedeutet. Und nicht zu lieben, wenn die Frau am Morgen sagt, du bist ein Arschloch, sondern zu sagen, diese Frau ist in höchster Liebe und die sagt, sie liebt mich und ich bin toll, weil das ist das Einzige, was mir entspricht. Und das mache ich so lange, bis sie am Morgen dasteht und sagt, wow, ich bin so glücklich, dass du so ein großartiger Mensch an meiner Seite bist. Das geht nicht, das macht die nie. Natürlich nicht, wenn du es nicht glaubst. Gut, oder die muss sie vom Acker machen, kann auch sein. Die Sache ist doch, dass du in dem Moment das möchtest, dass jemand anderes liebevoller wird. Dann musst du ja bei dir anfangen. Du musst ja dann jeden Morgen dir sagen und jeden Tag, meine Frau ist liebevoll, meine Frau ist liebevoll. Und du machst den ersten Schritt und das siehst du dann draußen. So herum geht's. Ja? Und auch sagen, selbstverständlich ist meine Frau liebevoll, weil ich bin ein Mann, der hat die liebevollste Frau auf seiner Seite. Und was anderes akzeptiere ich nicht in meiner Welt, in meiner Kreation. So schaut es aus bei mir. Und dann gehe ich durch die Welt wie die Person mit dem liebevollsten Partner an der Seite. Und das braucht Eier, Entscheidung, dranbleiben, nicht aufgeben, durchgehen, sich selber authentisch wirklich zu lieben. Zu lieben, ich weiß, ich bin so liebenswert und ich all dieser Schrott, der mir jemals erzählt hat, warum ich nicht liebenswert bin, ist eine glatte Lüge, die ich nicht mehr annehmen muss, weil ich bin in höchster göttlicher Liebe und Perfektion hierher gekommen. Und der ganze Bullshit, der mir eingetrichtert hat, dass es nicht so ist, ist verdammt verlogene Kacke. I don't take it anymore. Fertig. Und nicht mal von meinem inneren Selbstgespräch. Und es gibt so viele Tools, wo ich mich dazu bringe, zu merken, immer mehr zu fühlen. Weil erst denke ich und dann fühle ich das Gefühl. Aber ich fühle nicht das Gefühl, sondern ich fühle, wie habe ich es mir aufgeschrieben, ich fühle meine Bewertung. Und wenn ich die Bewertung verändere, dann ändere ich mein Gefühl. Und das ist so eine wichtige Information, von der ich noch so viel mehr habe, dass wir erkennen müssen, wie wir uns selber verarschen in den ganzen Bullshit rein, den wir nachher erleben. Mein Gefühl ist nicht ein Gefühl, das einfach hier rauskommt. Es ist ein Gefühl, das aus einer Bewertung kommt. Und zwar, wie ich mich bewerte, wie ich das Außen bewerte, wie ich andere Menschen bewerte, wie ich Situationen bewerte, wie ich Geschichten bewerte, wie ich zukünftige Vorstellungen bewerte. Dann kommt irgendwann mal kommt Angst raus. Aber wenn ich die Bewertung verändere, dann kommt Vertrauen raus. Yes. Wie kannst du im Vertrauen sein? Das ist doch ganz, 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 ganz schlimm da draußen. Sag ich, nein, ich bewerte das nicht so. Ich sehe es anders, ich bewerte es anders, deswegen fühle ich es anders und deswegen wirke ich anders und deswegen erschaffe ich mir eine andere Welt. Das kannst du nicht einfach machen. Ich entscheide doch meine Bewertung, kann ich doch machen. Und wenn ich entscheide, dass wenn einer zu mir Arschloch sagt, dass das schlecht ist für mich, oder ich entscheide, dass es einfach nur ein Feedback ist, wo ich denke, wo ich merke, wo, warum glaube ich noch, dass Menschen die einen, den Eindruck haben, warum, dass ich ein Arschloch bin, warum kreiere ich mir eine Welt, wo es Arschlöcher gibt? Kriege ich mir doch lieber eine Welt, wo alle mich geil finden. Halleluja, ich mache es sowieso. Also mache ich es doch geil. Mache ich es doch geil, wenn ich es eh mache. Ich mache es. Also Hände hoch, mach's geil. So, und um das geht's mir. Das will ich mitteilen, das will ich euch lernen. Ich will euch so erhaben haben selber, ohne dass ihr irgendwas machen müsst, was irgendeiner euch sagt, ich auch nicht, weil ihr wisst es selber. Ich mach nur frei, ihr kommt dahin. Mehr und mehr und
plötzlich bist du da und sagst, okay, ich mache alles, alles klar. Mache ich es jetzt mal richtig klasse. Und ich warte nicht, bis ich hier scheinbar in den Himmel aufsteige, weil ich verrecke, sondern ich mache es jetzt. Und ohne eine Bedingung, ohne dass mir einer sagt, so geht's, sondern ich lerne das Prinzip. Darum geht's doch. Ich kann 100 Stunden, Milliarden Stunden meditieren, wenn ich das Prinzip nicht verstanden habe, dass es darum geht, zu transformieren von einem Zustand zum anderen und den dann bedingungslos zu halten den ganzen Tag. Dann ist Meditation ein geiles Tool. Ich kann aber auch schreiben, ich kann aber auch malen. Ich muss mein Ding finden und da muss ich aber dabei bleiben. Und während ich dabei bleibe, finde ich meine anderen Dinge, weil ich das Prinzip verstanden habe. Ja, das ist doch das Wichtige. Ich muss das Prinzip verstehen. Und wenn ich das Prinzip verstanden habe, dann ist es mir scheißegal, wenn die andere sagt, du bist ein Arschloch, weil ich das Prinzip verstanden habe und weiß, okay, hier gehe ich immer noch davon aus, dass ich scheinbar irgendwie ein Arschloch bin. Muss ich wohl ändern. Warum sollte ich glauben, dass ich ein Arschloch bin? Und wenn ich glaube, dass ich ein Arschloch bin, dann wird irgendjemand kommen und sagen, du bist ein Arschloch. Und ich muss nicht mal glauben, dass ich ein Arschloch bin, sondern ich muss nur glauben, dass andere glauben, das ist nämlich everyone is you bestaut. Ich glaube ja nicht, dass ich ein Arschloch bin, aber ich glaube, dass andere glauben, dass ich ein Arschloch bin. Aber dann bin es ja immer noch ich, die glaubt, dass andere glauben, dass ich ein Arschloch bin. Also, whatever I do, it's me. Ja. Ne? Und das kann ich verändern. Das sind noch die Good News. Aber ich muss es halt richtig lernen zu verändern. Und ich muss wirklich da ganz radikal zu wissen, nicht ich muss eine andere Person werden, sondern ich darf diese Person werden, als die ich hier gedacht bin. In allerhöchsten Perfektion und Ordnung und Liebe und ohne Kritik. Gott hat keine Kritik geschaffen, keinen Mangel und all diesen anderen Bullshit. Das ist alles menschlicher Kack. Und damit müssen wir alle aufräumen. Und wenn wir das alle zusammen machen, dann geht es richtig schnell, weil dann machen wir Vollgas. Gabi, du wolltest noch was sagen. Willst du sagen oder schreiben? Nein, sagen, weil sonst bin ich im Handy am Darren. Guten Morgen. Du, ich habe eine Frage, die jetzt vielleicht wirklich ganz gut da reinpasst. Und zwar habe ich mir seit Juni, seit meinem Geburtstag, es immer wieder kreiert, dass ich von irgendwoher 200 oder 250 Euro bekommen habe. So wirklich aus dem Nichts, so wow, tatsächlich, schon wieder funktioniert. Dann habe ich so im Juli, August angefangen zu sagen, okay, eine Null hinten dran wäre geil. Aber dabei ist es jetzt irgendwie geblieben. Also, wo ist der Brain? Weil du es nicht für wirklich möglich erhältst. Du hältst es nicht für möglich, 100%. Du bist noch nicht die, die das tatsächlich in dieser Welt ist, wo 2000 Euro verschenkt werden. In dieser Welt bist du nicht. Es ist nicht dein Normal. Das 2000. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt entscheide ich es, oder? Jetzt musst du es zu deinem Normal machen. Aber da hängen ja noch so viele Sachen dran. Da fängt es an mit diesem Selbstwert. Kannst du überhaupt, wie kannst du es vertragen, wenn Leute dich erheben? Überhaupt. Und hier geht es eben nicht um Geld. Geld ist nachher nur eine logische Konsequenz. Kann ich es echt vertragen, dass die Leute mich so geil und super finden, in meinem Kopf, in meiner Vorstellung, dass sie mich anhalten und sagen, boah, Gabi, ich habe 2000 Euro, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich möchte, dass du sie kriegst, ohne dass du eigentlich glaubst, ich brauche 2000 Euro. Das ist dieser Tweak. Ich brauche auch keine 2000, ich brauche ja 3333.
Ich bin noch nicht falsch. Da ist der Fehler. Da ist der Fehler. Nein, aber jetzt geht es hier halt wirklich in diesem Living in the End. Ich will dabei sein, ich will da mitmachen. Ich weiß, wenn ich das wirklich, wirklich will, dann kann ich das auch. Wo die Möglichkeit sich eröffnet, ist mir scheißegal, selbst wenn mir der Bettler vom Bahnhof diese 3.393 Euro gibt. Dann darfst du aber nicht die sein und sagen, ha nein, du bist ja der Bettler, du hast ja gar kein Zuhause. Das kann ich jetzt von dir nicht nehmen. Dann habe ich schon wieder eine Tür zugemacht, ja? Wenn ich sage, ich empfange von allen Seiten, von allen Dimensionen, von allen Richtungen, dann bedeutet das, wenn ich empfange und im Empfangsmodus bin, entscheide ich nicht, wer mir es geben darf. Ja. Wir sind nämlich die Größten, ja? Wir sind auch so, ja, der darf es mir nicht geben, weil der hat ja selber nichts. Oder die darf mich nicht lieben, weil die war gestern böse. Ja? So sind wir. Diese ganze Ausschlussgeschichte, die in unseren Köpfen immer läuft, die macht immer alles zu. Aber wenn ich die bin, die kriegt, was sie will, die versorgt es immer. Und wenn sie etwas machen möchte, einen Kurs, eine Reise, was weiß ich nicht was, ein Coaching, wenn sie sich dafür entscheidet, dann kommt das. Und aus diesem Wissen heraus zu leben und nicht zu gucken, wo kommt es jetzt, sondern jedes Mal, wenn es kommt, ach, muss ich doch gar nicht wissen, ach, ist ja schon da. Ne? Das ist der Punkt, dieses verdammte Wie. Ich muss nicht wissen, wie, ich muss nur wissen, dass. Ja, das ist so ungewöhnlich für uns. Das ist eben dieses Trainieren. Ich muss nicht wissen, wie das dazu kommt, dass meine Frau jeden Morgen sagt, oh Klaus, ich bin so glücklich, bist du in meinem Leben. Aber ich weiß, sie tut's. Sie macht's. Weil ich der bin, der weiß, dass ich so großartig bin und das von allen Ecken und Enden als Feedback empfangen kann. Das mache ich jetzt. Weil ich liebe mich so sehr. Weil es gibt keinen Grund, mich nicht zu lieben. Weil ich bin hier, um das, was Liebe heißt, und zwar Begeisterung, alles ist in Ordnung, alles ist schön, ich muss mir keine Sorgen machen, das mal zu leben. Bedingungslose Liebe heißt es. Das ist bedingungslos. Und darum geht es, ja? Einfach zu sagen, ich mache da mit oder ich habe das und das. Ich bin mal gespannt, wie sich das ergibt. Da muss ich dabei bleiben, da muss ich dabei bleiben. Ganz klar und fest, es gibt keinen Grund, warum nicht. Jeder Grund, der mir kommt, ja, aber es gibt niemanden, der das Geld. Ich muss nicht von Leuten das Geld haben. Ja, aber ich muss das und das und das und das alles noch vorher bezahlen. Das ist nicht meine Sache. Ich muss mich da nicht drum kümmern. Wenn ich in einer Energie bin, dann werden sich die Dinge im Außen dementsprechend. Nur das Problem, was ich halt meistens mache, ich bleibe nicht in der Energie. Ich gehe immer wieder gucken, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ach, heute, mit dem Kleid, da war sie noch nie gut gelaunt. Mit dem Kleid war sie noch nie gut gelaunt. Ja? Schon wieder gegessen. Schon wieder gegessen. Da muss ich sagen, ist scheißegal, was für ein Kleid die anhat, die ist immer super gelaunt. Und das merke ich nicht, wenn ich am Morgen sehe, na, jetzt hat sie das Kleid an und das ist au, das ist ganz schlecht. Da weiß ich schon, habe ich ganz schlechte Erfahrungen mit dem Kleid. Das geht so schnell, das merke ich gar nicht. Ich merke nur, und ich weiß gar nicht warum. Aber wenn ich mir einen Moment Zeit nehme, dann, oh, was stimmt da nicht? Alles stimmt, alles ist in bester Ordnung, musst dir keine Sorgen machen, alles gut. Entspannung. Und so geht es die ganze Zeit, den ganzen Tag. Aber da muss ich dranbleiben. Ich kann nicht einfach dann mal sagen, so, und bleib im schlechten Mode, sondern ich kann sagen, wisst ihr was, leckt mich alle am Arsch, ich schaue jetzt Netflix. Habe ich gestern übrigens gemacht. Tut mir gut. Aber es muss jeder für sich selber wissen, ja. Ich schaue natürlich Netflix-Sachen an, die mich inspirieren, wo ich sage, das will ich haben, das finde ich geil, das finde ich geil. Und da kommen irgendwelche Szenen, wo ich sage, das ist ja voll blöd. Cut, ausgeschnitten, interessiert mich gar nicht. Sondern ich sage, oh, was konnte ich für ein schönes Gefühl da rausnehmen aus dieser Szene. Oh, so geil.
Und so ist Leben. So geht Leben eines Schöpfers. Ich verstehe das Prinzip, ich verinnerliche das Prinzip und ich repetiere es und ich wende es an, ich gestalte. Das ist ja das, was ich auch schon erklärt habe mit erwerben, anwenden, gestalten. Erwerben, anwenden, gestalten. Ich muss dieses Prinzip, ich muss dieses Wissen einfach immer wieder auf einem neuen Level erwerben, anwenden und was draus machen, was gestalten. Und ich würde euch wirklich alle wahnsinnig gerne auf diese Divine Design Reise mitnehmen. Ich kann es nur noch mal sagen. Es sind 3,5 Monate für 3.333 Euro bis Weihnachten, weil es mir wichtig ist und weil ich dieses geile Teaching aufnehmen will, diese ersten 6 Wochen, und weil ich es nicht immer wieder wiederholen will, sondern weil ich es haben will für alle, die das kaufen, die damit leben wollen, die damit arbeiten wollen, dass sie das immer wieder anschauen. Ich mache das auch. Es kommt mir immer wieder, immer wieder, immer wieder aus zig hunderten Perspektiven. Und wenn ich da mal bin, und gerade jetzt ist es doch so wichtig, ich kann auch nicht sagen, ich warte, bis das vorbei ist. Oder was da draußen passiert, da geht ja nichts, da kann ich nicht wachsen, da kann ich mein Leben ja nicht so ein... Natürlich, alles ist offen. Wir leben immer in der Welt der unendlichen Möglichkeiten. Immer, immer, immer. Nur wenn wir dorthin schauen, wo die Begrenzungen ist, dann sind wir halt begrenzt. Das ist so, so wichtig. So, und ich hoffe, diese Fragen- und Antworten-Runde mit mega geiler, kreativer Kreationsenergie hat dir gefallen. Komm mit auf diese 3,5-monatige Reise zu deinem Divine Design, zu deinem großartigen, außergewöhnlichen Leben. Und verändere dich zu dieser Person, zu der du gedacht bist, wie du hier auf die Welt gekommen bist. Wenn du noch Fragen hast, melde dich bei mir. Wir starten am 16.01.2022 und du bist hoffentlich dabei. Bis dann!